Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Monstermamis, dem Videoblog der VRM und der Kinderzeitung Kruschel. Mein Name ist Kerstin. Ich habe zwei Kinder im Alter von 6 und 9 Jahren und nehme euch ein bisschen mit in unseren Alltag während der Corona-Krise. Wie sieht es denn bei euch aus mit den Klopapiervorräten? Habt ihr noch genug da? Habt ihr genug gehamstert während der Corona-Krise? Oder sitzt ihr schon auf dem Trocknen? Also ich habe ja das Gefühl, dass viele Eltern sich diese großen Mengen an Klopapier nicht gekauft haben, weil sie diese Abwischproblematik befürchtet haben, sondern weil sie immer genug Bastelmaterial zu Hause haben wollten. Weil mit leeren Klopapierrollen kann man wirklich tolle Sachen basteln. Wir haben da letzte Woche mal was ausprobiert und konnten das sogar in die Homeschool-Thematik einbauen. Denn meine Tochter, die in der ersten Klasse ist, nimmt gerade den Löwenzahn durch. Und wir haben dann Pusteblumen mit Hilfe von leeren Klopapierrollen gemalt oder beziehungsweise gebastelt. Dafür haben wir gar nicht viel gebraucht, Papier und Farbe. Wir haben schwarzes Tonpapier genommen und weiße Acrylfarbe. Es geht aber auch mit anderem Papier und mit anderer Farbe, die sich gut aufnehmen lässt mit der Klopapierrolle. Dann haben wir ein Wattestäbchen gebraucht, eine Schere, einen Wattebausch. Und das war es eigentlich schon. Und man legt los, indem man in die Klopapierrolle Streifen schneidet. Die dürfen ganz dünn sein, so einen halben Zentimeter. Und in die Höhe schneidet man ungefähr 2 Zentimeter. Und das einmal rund. Dann biegt man diese Streifen auseinander und tunkt sie in die Farbe und dann ab damit aufs Blatt. Und dann immer die Klopapierrolle so ein bisschen drehen und es darf dann am Ende ruhig ganz wirr aussehen. Wichtig ist, dass in der Mitte so ein kleiner Kreis bleibt. Und da macht man dann, und das habe ich vergessen, am Material, man braucht noch einen Strohhalm am besten oder irgendwie so ein kleines Deckelchen, das man auch in die Farbe tunkt, sodass man quasi den Blütenstempel in die Mitte machen kann. Und da rein kommt dann nochmal mit einem Wattestäbchen ein kleiner Punkt und so sieht die Pusteblume schon relativ echt aus. Dann darf man mit dem Wattestäbchen Samen verteilen, die gerade durch die Luft fliegen, einfach ein paar Punkte machen und mit dem Wattebausch wird das Ganze dann so ein bisschen aufgelockert und verteilt. Dann noch die Stiele dran und im Grunde hat man dann schon das fertige Pusteblumenbild. Wir haben das dann an die Lehrerin geschickt, die hat sich sehr gefreut. Und so gibt es noch viele andere Ideen mit Klopapier, deshalb ja, passt auf, dass euch die Rollen nicht ausgehen. Also bis morgen, bleibt zu Hause und bleibt gesund. Tschüss!